Hallo, ich habe gedacht, ich drehe für euch auch einfach mal ein Currently Reading, weil ich zurzeit einige Bücher parallel lese und ja, dann bietet sich das ja einfach an. Ich lese zurzeit 5 Bücher gleichzeitig, eigentlich waren es sogar 6, aber das E-Book habe ich heute Mittag in der Schule beendet und ich habe noch kein neues angefangen, von daher sind es momentan nur 5. Und ja, die wollte ich euch einfach mal kurz zeigen. Zum einen lese ich gerade von Kira Cass Selection Stories, Liebe oder Pflicht. Das ist, ja, sind diese Zusatzgeschichten sozusagen aus der Sicht von Maxon und Espen zu der Selection-Serie, die man, glaube ich, nach Teil 2, ja, nach Teil 2 lesen sollte. Ja, ich bin da noch nicht so weit gekommen. Ich habe das mal auf der Arbeit in der Pause angefangen, als ich mein Kindle nicht mitgenommen habe, weil ich mit dem Fahrrad gefahren bin und Angst hatte, dass er irgendwie Schaden nimmt. Und von daher habe ich da noch nicht so viel drin geschafft. Es sind 52 Seiten bisher. Ich bin noch bei der Geschichte aus Maxons Sicht, die ich schon sehr interessant finde, weil ja, irgendwie blieb er mir in den Selection-Büchern ein bisschen fremd. Ich konnte mich nicht ganz so gut in ihn hineindenken und finde es jetzt mal ganz interessant, so zu sehen, was er sich so gedacht hat, wie es ihm mit diesem Casting überhaupt ging. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und beziehungsweise aus seiner Sicht weitergeht, aus der anderen Sicht. Also was in der Geschichte generell passiert, wissen wir ja eigentlich. Und bin auch sehr neugierig, wie es Aspen so ergangen ist während dieser ganzen Geschichte. Und ja, dann werde ich bald den dritten Teil auf jeden Fall lesen. Dann habe ich ganz, naja, nicht direkt spontan, das war auf meiner To-Read-List, aber ich hatte es für später im Monat geplant, weil ich vorher unbedingt andere Bücher lesen wollte. Und dann dachte ich so, nee, da hast du jetzt Lust drauf und habe von Colleen Hoover, weil ich will, Liebe angefangen. Und es gefällt mir bisher richtig, richtig gut. Ich habe bisher 138 Seiten in diesem Buch geschafft und es gab gerade die erste, ja, sehr dramatische und emotionale Wendung, auf die ich eigentlich die ganze Zeit gewartet hatte, weil ich Laken-Liebe war ja total überfüllt davon irgendwie. Und jetzt war sie da und oh Gott, ich bin einfach nur gespannt, wie es weitergeht und will wissen, wie es ausgeht. Und das gefällt mir so, bisher genauso gut wie der erste Teil. Ich bin total verliebt. Und ja, ich freue mich einfach nur darauf, mich gemütlich in meinen Sessel zu kuscheln und weiterzulesen. Dann habe ich hier so einen riesigen Schinken und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe damit glaube ich schon im Januar angefangen und zwar von Diana Gabaldon, das Flammende Kreuz. Ich habe jetzt hier nur den Umschlag, weil dieses Buch die ganze Zeit hochzuhalten ist mir echt zu schwer. Das ist der fünfte Teil der Highland Saga, glaube ich. Ich vergesse das immer, aber ich glaube, es ist der fünfte. Und ja, dieses Buch, oh Gott, das liest sich, finde ich, total langsam. Es interessiert mich, die Geschichte interessiert mich, aber ich komme so mega langsam voran, dass ich mir jetzt irgendwann gedacht habe, okay, so geht's nicht weiter. Du liest 2, 3 Stunden und schaffst 30 Seiten. Das kann's ja wohl nicht sein, weil die sind halt groß und eng bedruckt und klein bedruckt und es geht, ja, ich kam nicht voran und dann habe ich mir das Hörbuch runtergeladen und jetzt höre ich zurzeit eher das Hörbuch, als dass ich lese, halt wenn ich unterwegs bin und wenn ich zu Hause dann noch Lust habe, lese ich auch noch ein bisschen weiter und so habe ich mittlerweile ein paar Kapitel noch rumgekriegt und habe es bis auf Seite 320 oder so geschafft momentan. Liegen also noch gut 700 Seiten vor mir, aber ich denke, mit dieser Methode Hörbuch und Lesen gleichzeitig wird das zu schaffen sein. Und ja, von der Geschichte her gefällt es mir wirklich bisher ganz gut. Es halt genauso gut wie die anderen Teile. Ich kann jetzt zum Inhalt halt nicht so viel sagen, weil ich will ja nicht spoilern für die, die es irgendwie noch nicht kennen. Und es ist nur, man merkt halt, dass die Autorin nicht an einem Stück schreibt. Sie hat mal erzählt, dass sie mal diese Szene schreibt und dann schreibt sie hier ein bisschen weiter und da. Und das merkt man, weil diese Geschichte zum Teil ein bisschen zerstückelt ist und man ist mal hier, dann ist man mal da und erlebt was. Und das ist so ein bisschen komisch, da muss man sich irgendwie so ein bisschen reinfuchsen. Aber danach geht's auf jeden Fall. Ja, dann für die Harry Potter Challenge habe ich angefangen, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, weil, oh Gott, wir haben Juni und ich bin erst bei Teil 2 und deswegen habe ich ihn direkt am Monatsbeginn, beziehungsweise als ich wieder angefangen habe zu lesen, das war dann doch schon fast Monatsmitte, vorher bin ich ja nicht dazu gekommen. Wegen der Prüfung habe ich aber direkt dann damit angefangen, bin jetzt aber erst auf Seite 49, weil dieses Buch in den letzten Tagen dann noch anderen Büchern Platz machen musste. Unter anderem, weil ich Will liebe, weil mich das einfach in dem Moment viel mehr gereizt hatte, weil die Geschichte kenne ich natürlich noch nicht.
Ja, aber was soll ich sagen? Bisher gefällt mir dieses Buch genauso gut wie früher. Ich habe es ja schon dutzende Male gelesen. Es macht einfach Spaß, wieder in diese Welt abzutauchen, auch wenn ich einige Formulierungen, einige Dialoge schon Wort für Wort auswendig kenne. Ja, weiß ich nicht. Finde ich trotzdem, es macht immer noch Spaß. Ja, das letzte Buch, was ich momentan lese, lese ich für das 7 Tage Lesen Wälzer Spezial, was von Jenny von Regenbogengarten und Clary Morgenstern organisiert wird. Und da gab es auf Facebook die Möglichkeit zu voten. Also man sollte, glaube ich, 3 Wälzer, also Bücher über 550 Seiten waren es, glaube ich, halt als Bild hochladen. Und alle anderen konnten dann voten, was man lesen soll. Und ja, bei mir war es ein knappes Rennen und gewonnen hat Die Seiten der Welt von Karl Mayer und deswegen lese ich es jetzt. Und ich bin sehr froh, dass dieses Buch gewonnen hat. Bisher gefällt es mir nämlich richtig gut. Ich bin auf Seite 206. Ich habe heute noch nicht gelesen. Ich habe mir für jeden Tag 80 Seiten vorgenommen. Heute bin ich noch nicht dazu gekommen. Das lese ich heute Abend auf jeden Fall noch. Und gestern habe ich die 80 Seiten leider nicht komplett geschafft. Weshalb ich jetzt die nächsten Tage ein bisschen was aufholen muss, damit ich es bis Ende der Woche schaffe. Aber bisher gefällt es mir sehr gut. Es ist eine wirklich spannende Geschichte. Es gibt ja auch sehr amüsante Momente, einfach wegen einiger Umstände in dieser Geschichte. Und ich meine, es geht um Bücher. Es geht um die Liebe zu Büchern und um die Macht von Büchern. Und ich finde es einfach nur unglaublich toll. Und ja, ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht schon früher angefangen habe, dieses Buch zu lesen, weil jetzt kommt ja auch Teil 2 schon raus. Und ich muss sagen, falls ihr schon gelesen habt, wisst ihr, was ich meine. Ich bin total verliebt in den Sessel und die Stehlampe. Ich will jetzt nicht zu viel sagen für die, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber die, die es gelesen haben, werden wissen, was ich meine. Und ich fand das so lustig. Ich fand die Idee einfach so toll. Also da bin ich total begeistert von irgendwie. Und ja, wie gesagt, auch sonst gefällt es mir gut. Ich mag die Charaktere, wobei, ja, für einige Charaktere gab es ja schon schlimme Wendungen, sage ich mal, am Anfang der Geschichte. Das fand ich ein bisschen traurig, aber dennoch gefällt mir die Geschichte sehr gut. Und ich bin gespannt, wie es mit Furia jetzt weitergeht. Ja, das waren sie auch schon, die Bücher, die ich momentan lese. Und ich finde, es reicht. Ich werde jetzt morgen in der Pause auch wieder ein neues E-Book anfangen. Wie heißt es denn? Ich glaube, es heißt Ich oder das ganze Leben von Simone Elkeles. Ich glaube, so heißt es. Der erste Teil einer Reihe. Und darauf freue ich mich schon sehr. Aber was ein bisschen doof ist, es ist hier noch nicht das Book Circle Buch für diesen Monat bei. Wir haben heute den 18. Und ich habe es noch nicht angefangen. Und ich will es unbedingt bis zum Hangout schaffen. Heißt, ich habe noch 10 Tage. Und deswegen werde ich die Rote Königin anfangen, sobald ich eins von diesen Büchern beendet habe, damit ich da irgendwie vorankomme. Obwohl ich auch schon am Überlegen war, ob ich das nicht jetzt anfange und weil ich Will liebe, statt ein E-Book in der Schule in der Pause halt lese. Vielleicht funktioniert es dann besser. Ich weiß es noch nicht genau. Ich hoffe einfach, dass ich es bis Monatsende schaffe. Vielleicht auch noch ein weiteres. Dann wäre das schon mal ein richtig guter Lesemonat, wenn man bedenkt, dass ich ja erst Mitte des Monats angefangen habe zu lesen. Und ja, ihr könnt mir ja mal erzählen, ob ihr auch mehrere Bücher parallel liest. Und wenn ja, welche lest ihr zurzeit? Wie klappt das bei euch? Das würde mich echt interessieren. Und von mir war es das dann erstmal an dieser Stelle. Bis zum nächsten You're on a different road, I'm in the Milky Way. You want me down on earth, but I am up in space. You're just so hard to please, we gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s kid. I love it more.